unsere Gerichtsbarkeit, das Strafrecht. Und dann gibt es das kanonische Recht, das Recht der Kirche. Also die machen das ja, die regeln das selber. Wenn es bei uns, zum Beispiel wegen Kinderschändung, gehst bei uns sitzen. Nach kanonischem Recht wirst du versetzt. Trotzdem muss man sagen, hat die Kirche eines geschafft, nämlich dass wir uns alle eine wesentliche Frage stellen. Was ist gefährlicher für die Jugend? Internet oder Internat? Ja? Und der Papst, sind wahrscheinlich sind Deutsche da? Freilich. Nein, hey, die Deutschen sind Papst, gell? Hey. Wir sind nur Governor of Kalifornien, jeder. Was hat er denn? Nein, der jetzige Papst, der ist ja. Also früher hat er Ratzinger geheißen und war also Hüter des Dogmas der Glaubenkongregation und war in die Katakomben. Jetzt heißt er ja Benedikt XVI, der Künstlername. Der Benedikt, haben wir gedacht, was ist schon alles passiert seit 2005? 2005 ist er gewählt worden, die Kardinäle. Da hat er gleich einmal zu Beginn seiner Amtszeit hat er begrüßt die Internationale Gesellschaft für Exorzismus. Da haben wir gedacht, bist du Depper, der war lang im Keller, heißt ja. Hat die Zeit verschlafen, das ist. Dann hat er die Hände ausgestreckt nach den Brüdern von Lefebvre. Brüder von Lefebvre, das waren die, die haben sich abgespalten von der katholischen Kirche, weil die war denen zu fortschrittlich. Solche Leute sind das, aber Leugner des Holocaust und so weiter. Trotzdem hat er gesagt, liebe Brüder von Lefebvre, kommt doch wieder zurück in den Schoß der Mutterkirche. Benedikt, das sind Rechtsradikale. Und das habe ich nicht gewusst. Und letztes Jahr 2009 hat der Benedikt XVI. Eine ausgedehnte Afrikareise unternommen. Da hat er bei allen seinen Auftritten, da waren Millionen von Gläubigen. Also in Afrika Naivgläubige. Wenig Bildung, aber halt der Papst, wenn er was sagt, dann stimmt's auch. Da hat er verkündet, in Afrika, Kondome schützen nicht vor HIV. In Afrika. Da hat er schon mal gedacht, das ist eigentlich kriminell. Dann haben wir gedacht, auf der anderen Seite, woher soll er es denn wissen? Nicht, was ist ja. Also man muss da auch schon wieder menschlich sein, auch. Ja, freilich. Trotzdem, wenn ich das alles so Revue passieren lasse, habe ich mir schon das eine oder andere Mal gedacht, entschuldigt schon. Ob seine Heiligkeit noch alle Glocken im Turm hat. Yeah.
und um manches Bier und Acht. Die Angst vor ewiger Höllenpein macht jede Christenseele klein. Das Opus Dei sehnt sich noch heut nach der guten alten Daumenschraubenzeit. Ein Haufen brennt und keine Hex. Verzweifelt ist der Pontifex. In der Fürst der Finsternis hilft nur der Exorzist, bis die ganze Welt katholisch ist. Nostradamus, wenn die Glocken läuten, Nostradamus, das kann nur bedeuten. Nostradamus, dann ist es wieder so weit, zurück in die Vergangenheit. Kirchen, Synagogen, wie wär's mit ein paar Dialogen? Mit Toleranz und mit Respekt. Gott ist in uns allen, er hat sich gut versteckt. Solange Religion eine Droge ist, bleibt jeder Glaubensjunkie ein Terrorist. Nostradamus, wenn die Glocken läuten, Nostradamus, das kann nur bedeuten. Nostradamus, dann ist es wieder so weit, zurück in die Vergangenheit. Diesen unfruchtbaren Boden und dieses heikle Thema. Wir verlassen aber nicht das Land, in dem es zu Hause ist, nämlich wir kommen jetzt vom Paternoster zur Cosa Nostra.